traditionelles griechisches Wort dafür nehmen, Übertragung heißt eigentlich Metapher. Also man könnte sagen, es geht eigentlich um Bilder, die solche Übertragungen möglich machen. Und ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass so bestimmte Tiere jetzt hier in diesem ganzen Schwarmdiskurs immer wieder vorkommen. Und also mich interessiert sozusagen diese Geschichte, also was bieten eigentlich diese Modelle von Bienenstaaten oder Ameisenstaaten, was bieten die eigentlich an, was kann man da eigentlich übertragen? Und einer der ersten, der das eigentlich macht, also diese Übertragung, ist Aristoteles, der in seiner Politik, also wirklich vor 2500 Jahren, feststellt, dass der Mensch ein politisches Tier ist, also ein Zoon-Politikon, wie er sagt, und wenn der Mensch ein politisches Tier ist, ein Zoon-Politikon, dann kann man natürlich danach fragen, was für Tiere gibt es denn noch, die auch politisch sind, das heißt, in der Vorstellung jetzt der griechischen Antike, die staatenbildend sind, und dann sagt schon Aristoteles, ja, es gibt außer den Menschen, die also politische Tiere, gibt es eben auch noch Ameisen und Bienen, auch das sind politische Tiere, und dann haben sie eigentlich sozusagen einen ersten Ansatz da, nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu suchen. Wie machen das denn die Ameisen? Wie machen das die Bienen? Wie machen das die Menschen? Und seit dieser wirklich berühmten Definition von Aristoteles beschäftigt man sich damit, und viele Fabeln, die man so kennt, also die agieren das, die handeln das eigentlich ab. Also immer wieder gibt es sozusagen Beispiele aus diesem Tierbereich, und man schaut, wie läuft es denn bei uns, gibt es da Gemeinsamkeiten und Unterschiede, und besonders Bienen und Ameisen sind da für mich interessant. Und warum, das möchte ich Ihnen ganz kurz im Anschluss da in diesem Bild von Sambucus von 1564 zeigen, nämlich, ich weiß nicht, man kann es vielleicht einigermaßen sehen, also da stehen die Bienenkörbe und da wimmeln die Ameisen, und in dem lateinischen Text geht es eigentlich darum, dass man sich wundert, dass es Kollektive gibt, nämlich Ameisenkollektive oder Ameisengesellschaften, die sehr, sehr wohl organisiert sind, die sehr effizient sind, die kooperieren, aber ohne Führer, ohne König, ohne Hierarchie und ohne Zentrum. Und das ist eigentlich etwas, was es im gesamten Staatsmodell, also der Antike, des Mittelalters und der frühen Neuzeit eigentlich überhaupt nicht gibt. Ja, sie haben Monarchien, sie haben Aristokratien, sie haben Oligarchien, und in den Ameisen entdeckt man also da ein Modell für Organisation, was dezentral ist, kein Zentrum hat und was unhierarchisch ist, also nicht diese berühmte Pyramide mit den Schichten und Klassen. Und Sie können sich vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist und auf der anderen Seite auch anregend, mit diesem Modell klarzukommen. Also was heißt das jetzt eigentlich? Die Ameisen, das sind auch eben politische Wesen, die machen das ohne, so glaubt man, die machen das ohne zentrale Hierarchien, ohne Zentren. Was heißt das eigentlich jetzt für menschliche Gesellschaften? Kann man sofort natürlich fragen. Die Natur gibt sozusagen ein Beispiel für eine Art anarchische Republik, die trotzdem funktioniert, kann man das irgendwie kopieren. Also das ist sozusagen ein Stachel im Fleische der politischen Theorien. Die Ameisen werden also schon sehr, sehr früh, also hier eben das Beispiel von 1564, zu einem interessanten Modell, also für Gesellschaftsbildung. Und um sozusagen kurz sozusagen von Aristoteles den Bogen zu schlagen zu heute, ist also einer derjenigen, der also völlig auf das Ameisenbeispiel setzt, um dann sozusagen nach der ganzen IT-Revolution da so ein Modell für das soziale Organisation zu finden, ist Kevin Kelly, also Out of Control, das war mal ein wirkungsmächtiges Buch, und er entdeckt eben auch
Früher hätte man gesagt, ja, das ist die Natur, das ist Gottes Schöpfung. Heute würde man sagen, es ist eine Organisation, die sozusagen durch die Evolution sozusagen von 200 Millionen Jahren autorisiert worden ist. Das ist also entweder unglaublich erfolgreich, 200 Millionen Jahre gibt es schon, oder es ist Gottes Schöpfung, das ist so. Gott hat auch sozusagen eine Gesellschaft geschaffen, die nicht hierarchisch ist, die dezentral ist. Und das sind also Modelle in der Natur, die also so oder so, ob es Schöpfung ist oder Evolution, mit einer hohen Autorität ausgestattet worden sind. Und diese kann man sich sozusagen natürlich holen, wenn man Gesellschaftsmodelle dann selber propagieren möchte. Die sind sozusagen autorisiert durch die Natur, durch die Schöpfung, durch die Evolution. Das ist also sozusagen nur ein bisschen zum Vorweg. Und was ich jetzt zumindest in den ersten 10 Minuten vorführen will, ist die Rolle, die das Schwarmmodell, besonders in die Ameisen, das Modell des Swarmings in Sicherheitstheorie.